überführt ein in den Haarspitzen und ihrem Slip gefundenes Medikament heute den Verlobten von Maria Baumer des Mordes? Für Marias Verlobten Christian F. ist es der vierte Prozesstag auf der Anklagebank und es könnte ein entscheidender Prozesstag am Landgericht Regensburg werden. Experten für Chemie, Morphologie, Toxikologie und Molekularbiologie sagen aus, welche Wirkstoffe sie an der mit Löschkalk überzogenen Leiche von Maria festgestellt haben. Bekannte von Maria hatten nach Bildinformationen in den Tagen vor ihrem Verschwinden am 26. Mai 2012 rätselhafte Bewusstseinsaussetzer bei ihr beobachtet. Testete Krankenpfleger Christian F. etwa die richtige Dosis, bevor er sie endgültig aus dem Weg räumte? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Jörg Völkerling. Er ist uns zugeschaltet. Jörg, es wurde ein Spaten gefunden am Tatort im Wald. Wieso belastet dieser gefundene Spaten den Angeklagten? Genau genommen war es ein Damenfederspaten der Marke Gardol und exakt ein solches Modell hat der Angeklagte Christian F. am 23. Mai 2012, also 3 Tage vor dem Verschwinden von Maria Baumer, im Bauhaus in Regensburg für 17,95 Euro gekauft. Die spannende Frage für den Prozess ist nun, ist der Spaten, der ein Jahr später an der mit Löschkalk übergossenen Leiche im Wald gefundenen Leiche, ist der Spaten, der dort lag, identisch mit diesem Spaten? Dazu haben hier im Prozess Korrosionsexperten ausgesagt, die zum Beispiel feststellten, dass dieser Spaten schon 1 bis 1,5 Jahre im Wald liegen könnte. Das passt zusammen mit dem Verschwindenszeitpunkt von Maria Baumer. Dann ging es um die Frage, ist der Spaten, den Christian F. gekauft hat, ist der zu finden noch bei ihm irgendwo? Deswegen hat die Polizei sein Haus durchsucht, fand diesen Spaten aber nicht. Dann wurde es ganz mysteriös. Wenige Tage nach seiner Festnahme 2013 meldete sich auf einmal ein Verwandter von Christian F. und sagte, der Spaten sei jetzt doch da. Die hierzu vernommenen Polizisten sagten, sie hätten ihn finden müssen in dem Versteck in einem Kamin, wo er dann letztlich gefunden wurde. Und bei Recherchen beim Hersteller in Italien stellte sich heraus, dieses Modell ist erst 2013 hergestellt worden. Stattdessen gab es aber Überwachungskameraaufnahmen der Polizei vom Haus vor dem Haus Christian F.'s. Und da war eben dieser Verwandte zu sehen, wie er einige Tage zuvor mit einem Rucksack hineingegangen ist. Also ziemlich mysteriös, klingt ein bisschen nach Verschwörung, nach Vertuschung, man weiß es nicht genau. Es soll ja heute um die Medikamente gehen. Wir haben erwähnt, welche Experten vor Ort sind, um dort Licht ins Dunkle zu bringen. Was hast du da Neues erfahren? Es ist ja ein reiner Indizienprozess, weil Christian F. die Tat leugnet, aber es ist ein hochspannendes Mosaik, was die Ermittler hier zusammengetragen haben über 8 Jahre. Heute hat ein Toxikologe aus Erlangen ausgesagt. Demnach fand man also bei der Durchsuchung bei Christian F. in der Wohnung fand man einen ganzen Medikamentencocktail. Man fand Herz-Kreislauf-Präparate, Vitamine, Schlafmittel, Opiate, alles Mittel, die Maria Baumer eigentlich nicht verschrieben bekommen hatte, die sie auch nicht brauchte. Die aber letztlich, wie zum Beispiel auch Tavor und Tramadol, ein Opiat, letztlich in der Leiche festgestellt worden sind. Und die aber mit den Untersuchungsmethoden 2013 noch nicht an der Leiche feststellbar waren. Jetzt hat eine Toxikologin vom Forensisch-Toxikologischen Zentrum in München 2019 erneut 11 Asservate unter die Lupe genommen, unter anderem Knochenmark, Slip, Haare, den BH, und hat jetzt tatsächlich in 4 Asservaten Tramadol, ein Opiat, das zu Atemaussetzern führen kann, festgestellt und in mehreren Asservaten auch Lorazepam. Und darüber hinaus wurde auch an Haaren, die noch in der Wohnung von Christian F. und Maria Baumer festgestellt wurden, gefunden wurden, also noch zu Lebzeiten, wurde festgestellt, dass auch damals schon der Konsum von diesen Wirkstoffen Tramadol und Lorazepam nachgewiesen werden konnte. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Christian F. ihr das schon über die Tage und Monate vorher verabreicht haben könnte. Christian Völkerling, vielen Dank für diese neuen Details von diesem Moment.